Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde No Orleans. Die Bots arbeiten schon fleißig und ja, ich dachte mir, ich bringe jetzt nochmal No Orleans, weil ich mache, wie gesagt, ja so normalerweise sonst gerade diese Nationen-Videos. Aber folgendes Problem, ich müsste dann, also ich will ja No Orleans trotzdem noch weiterbringen und ich wollte da so einen Zweier-Split machen. Das Update-Video kam in dazwischen. Weshalb ich jetzt nochmal No Orleans bringe und dann zwar untereinander halt die nächste Nation zu bringen. Ich glaube, Großbritannien ist dran. Und ja, dann kommen wir wieder in den Split. Ich hoffe mal, es stört euch nicht, aber mir macht das Spiel sehr viel Spaß und ich habe auch gerade Bock drauf. Also, Pech gehabt, ich mache das jetzt. Und ja, heute, was machen wir heute? Also, ich werde versuchen, erst einmal hier Automatisierung 2 zu erforschen. Je nachdem, wie lange das dauert, versuche ich dann auch nochmal noch eine Insel zu erforschen. Und ja, gucken wir mal, was wir so hinkriegen. Und jetzt hier erstmal ganz bisschen Holzkohle. Obwohl, das ist es gar nicht. Aber komm, wir machen noch so den Split. Das da rein und das da rein. Und. Oh nice, da muss der nächste Kupferbarren. Und ja, jetzt erstmal Automatisierung 2 erforschen. Das ist jetzt erstmal kurz der Plan. Ah, stimmt, wieder der schrecklichste Sound im Spiel. Als würde die Welt gleich untergehen. Mein Sauerstoff geht aus. Das Spiel ist irgendwie sehr, ja, wie soll ich sagen, so, oh mein Gott, Hilfe, Achtung, du wirst sterben gerade. Finde ich sehr witzig. Gut. Eieieiei, hier stehe, so viel Platz habe ich nicht mal, machen wir das ja erstmal dahin. Ah nee, ach, ich brauche die ja noch, um Sachen zu bauen und so weiter. Nee, kommt mir erstmal mit. So. Stört ja nicht. Holzkohle wird gerade nicht produziert, splitten wir den erstmal. So, machen wir hier weiter. So, und jetzt arbeiten wieder alle Öfen. Wupp, wupp. Sehr schön. Okay, außer Kupfer. Upsala. Aber wieso ist die Frage? Keine Kupferbarren mehr. Oder dafür müssen wir dann mal rüber. Schön, ja, geil, wie der Bot da auch nachspringt. Denn, genau, ich sollte hier oben ja auch ein bisschen Arbeit haben. Ein bisschen Arbeit, sage ich schon. Ein paar Bots haben. Wieder fleißig sammeln. Nice, ich habe wieder Tierkacke. Wupp. Was will man mehr, ne? Okay, so. Das nicht, sondern genau. Forschung. Hier, Automatisierung 2. Energie. Energie. Landwirtschaft. Oh, was sind das für Sachen, ey? Nukleartechnik? Okay, wird noch wild, glaube ich. Egal, das gucken wir uns dann später an. Und jawohl, Kämpferbot und Logistikbots. Und ja, vor allem Logistikbots. Ich glaube, die sind ein Bot, der Gebäude nach Bedarf mit Ressourcen versorgt. Ja, geil. Geil. Weil da liegt der Schwachsinn hier, glaube ich, nicht mehr rum. Hoffentlich. Nach meiner momentanen Denke. Werden wir aber, glaube ich, gleich sehen. Okay, wie viel kostet so ein Logistikbot? Einen Kupferbarren. Ich glaube, ich brauche noch einen Kupferofen. Den ballern wir jetzt hier auch gleich raus. Komm her. Und machen da schon mal das rein. Und du gibst mir die Hälfte davon. Und der kommt dann da auch rein. Und das Rezept wird natürlich das da. Danke. Und los. Da ist kein Platz mehr. Okay, aber ich brauche einen Kupferbahn. Ich will diesen Logistikbot jetzt nämlich testen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch einen Bot anweisen. Was wird hier gerade überall gesammelt? Stein auch. Hier natürlich Eisen. Holz wird drüben geholt. Ich glaube, ich werde einen nämlich anweisen, Wasser zu sammeln, um das dahin zu bringen, damit ich mich hier nicht mehr um diesen Sauerstoff kümmern muss. Ah, nee. Das lohnt nicht. Das kann ich auch selber machen. Oder? Ja, eigentlich schon. So schwer ist das jetzt auch nicht. Ja, doch. Nee, nee, nee. Ich mach das selber. Ich mach das selber. Ich hab einen Kupferbahn. Geil, 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 geil. Komm. Können wir jetzt aber auch mal hier. Ja, doch. Hier kommen so richtig viel rein davon. Das da rein. So. Oh mein Gott, jawohl, komm. So.
Wasser für den Sauerstoffgenerator, allgemeine Rezepte, Kraftstoff für den Generatoren, Ressourcen einlagern. Geil, ja, los. Gottes Willen, wo rennst du denn auf einmal rum? Ja, seht's euch an. Ja, er versorgt die Öfen. Ja. Oh mein Gott, so geil. Nice, ey. Ehrlich. Oh, ich fühle das gerade so. Nein, 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 nein. Ich schiebe das mal schon da rein. Ich glaube aber, ich brauche mehr Holzkohleöfen. Fällt mir gerade auf. Geben wir mal Stein und zack. Wir brauchen mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Geil, ey, diesen Automatik-Bot jetzt hier zu haben. Das ist richtig, richtig nice. Erleichtert mir auf jeden Fall sehr meine Arbeit. Er kommt kaum hinterher mit der Arbeit. Los, Junge, du schaffst es. Nice. Er gibt sich die größte Mühe. Ich finde das gerade voll faszinierend, ihm zuzugucken. Sorry, dass ich hier gerade so dumm rumstehe. Aber er gibt sich wirklich die größte Mühe. Nein, 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 keine Holzkohle. Ich will die Sachen für ihn hier schön lassen, dass er das selber hinkriegt. Nice. Geil. Wirklich. Richtig, richtig nice. Ich frage mich nur, ob er auch die Sachen selber ins Lager bringt. Oder ob ich das einstellen muss, dass er das macht. Warte mal, weil die liegen da die ganze Zeit rum und das finde ich nicht so cool. Das finde ich nämlich nicht. Ich will auch, dass die Sachen ins Lager gebracht werden. Warte mal. Kann ich dir auch befehlen? Nee. Kann ich dir befehlen? Wie mache ich das? Nee, schade, ey. Obwohl. Die Bricks, die Lego-Steine. Kann ich ja vielleicht auch noch für andere Sachen brauchen. Also vielleicht für irgendwann später für Rezepte und dann liegen die nicht mehr rum. Ja, egal. Ich lasse den jetzt hier erstmal machen. Ich baue aber noch einen. Seht ihr? Hier drüben nämlich. Weil ich habe drüben jetzt auch Pläne. Ich habe Pläne. Jetzt kriegen wir doch schon ordentlich Kupfer auf jeden Fall. Was? Ah, das Lager ist voll. Ja, okay. Das Lager ist voll. Machen wir das anders. Du bringst Stein nicht an Lagerort 1, sondern an Lagerort 2. So. Und ich schnapp mir jetzt hier schon mal die Massen an Steinen. Und werde jetzt hier drüben was machen. Ja, hier, nee, die Holzkohle brauche ich auch nicht. Mann, ich brauche die nicht. Weg. Warum brennt's? Hallo, Gerät. Hat das Schwein den Bienenstock angegriffen? Oh, ich hab Tierknochen. Finde ich ja sehr interessant. Ich glaube, das Schwein hat den Bienenstock angegriffen und die Biene ist eskaliert. Das ist sogar gerade. Vor allem, das muss die Königin sein. Guck dir an, was für ein Brocken das ist. Hi. Ich will auch eine Werkbank bauen. Kann ich mehrere bauen? Forschungsstation? Nein. Werkbank? Ja. Sauerstoff schon wieder. Du bist jetzt Level 5. Toll, nice. Rüber! Danke. Meinst du wieder Tierkacke, Alter? Nein. Danke, mein Freund. Dass die Sachen da halt rumliegen, finde ich halt echt so ein bisschen schade. Aber, was soll man machen, ne? Okay, gut. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Weil er kein Holz mehr hat. Weil er auch kein Holz mehr hat. Okay. Ich würde den Steinbord auf jeden Fall jetzt befehlen, keinen Stein mehr zu sammeln. Du musst ja erstmal klarkommen auch. Sondern du wirst sammeln Holz und es auch an diesen Lagerort bringen. Danke. Dann habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug. Und dann machen wir das so rum. Ich habe Fertigkeitspunkt, stimmt. Oh, zusätzlich, ich habe noch einen Botslot, das wäre geil.
Bewegt sich 50% schneller. Ich liebe Wots. Ja gut, Gesundheit braucht kein Mensch. Würfel arbeiten jetzt 25% schneller. Oh, schwierig. Zweigbüsche lassen 30% mehr Zweige fallen. Ist auch cool eigentlich. Öfenarbeiten 25%. Aber ich glaube, ich nehme dann doch das erstmal. Damit das hier alles ein bisschen schneller vorangeht. Ja, ich brauche definitiv mehr Holz von denen. Wie er sofort sich das Holz grabt und loslegt. Gut, egal. Irgendwen hat der auch. Wurde er von den Bienen angegriffen oder was? Jungs, was habt ihr hier gemacht? Wirklich? Was ist hier drin passiert? Ist auch egal. So, ich hatte hier Pläne. Ich hatte hier Pläne. Jetzt hier schön Öfen erstmal bauen, fleißig. Bäh. Ofen ballert aber gut EP. Okay. Ich will nämlich hier jetzt die Kupferbahn herstellen lassen. Dann muss ich das drüben nicht mehr machen lassen. So, das bedeutet. Ach komm, ja, mal gucken, ob das läuft. Jetzt testen wir. So, die unteren vier stellen Kupferbahn her und die oberen vier Holzkohle. Meine Frage wäre jetzt: Kriegen Sie das hin? Also reicht das. So, jetzt brauche ich erstmal noch einen Logistik. Ah ne, ich habe ja schon einen. Ja, mein Sauerstoff. So, zack. Leg mal los. So. Ja, das nehme ich gern mit. Kann ich drüben auch einen Sauerstoffgenerator bauen? Ich glaube, das hatte ich schon mal. Ich glaub, es ging nicht, wenn ich mich nicht irre. Und hier, Holzkohle brauche ich nicht, danke. So, kommst du klar, mein Freund? Das ist auf jeden Fall großartig. Ich weiß nur nicht. Warte mal. Kann ich das irgendwie. Ich kann dir befehlen, dass die Gebäude nicht gemanagt werden sollen. Und Bots. Aber ich will. Ah! Oh mein Gott! Ja, es geht! Es geht, es geht, es geht! Ich kann das Lager. Jetzt habe ich es endlich gereiht. Okay, ja, ich brauch mehr Lager. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Was mich gerade so erleuchten ließ. So. Und bau 25 Gebäude auf einer Insel, ja, easy. Hier bringen Eisenbahnen hin. Hier bringen das hin. Und hier bringen Legosteine hin. Und hier. Tierkacke. Nice. Endlich. Und hier kannst du Holzkohle hinbringen. Jetzt müsste er. Was ist denn mit dem Stein? Ah, shit. Ich brauche Steine für die Ziege. Nein. Muss einen doch Steine sammeln lassen. Verdammt. Das Spiel stellt mich vor größere Herausforderungen, als ich dachte. Ja, hier sammelt doch wieder Steine. Er tut aber hier wirklich, was er kann. Ich glaube, ich brauche echt den schnelleren Bewegungsspeed oder noch einen Botplatz für noch einen Logistikbot. Aber mir fehlt auch dauerhaft Holz hier unten. Ich bringe mal ein bisschen Holz. Obwohl, nee, ich bringe mal lieber kein Holz von drüben mit, weil. Stimmt, und jetzt kann ich das aber auch hier machen, das mit dem Lager deklarieren. Das mache ich jetzt auch mal. Hier bringst du hin Eisen. Und hier unten bringst du hin, wenn du sie nicht brauchst, Holzkohle. Oh Junge, was haben die hier dann alle für Leben verloren? Ich weiß nicht, ob das die Bienen sind, ich vermute mal. Ich hoffe halt die ganze Zeit nicht, dass sie versuchen, den Bienenstock abzubauen. Na, dann ist es kein Wunder, dass sie verrecken. Was ist das eigentlich? Ach ja, dieser Sauerstoff wieder, ey. Hier kann ich springen.
Lass mich rüber. Ich hab schon wieder irgendwo Holzkohle eingesammelt. Ah, ist da mal alles ein. Ich helfe dir mal, dem Bruder. Dass der mal ein bisschen, hier mal vorankommt, gut. So. Okay. Gut, ich habe viel zu viele Barren für alles Mögliche. Massenproduktion 2. Radar. Aber erstmal gehe ich ans Radar. Genau, meinte ich doch. Hier oben war eine Insel für einen Kupferbahn und seht's euch an! Das scheint wohl Besuch zu sein. Ich bin jetzt Level 6. Okay, ja, ich muss das Level sparen, auf jeden Fall. Nachdem ich hier die ganze Zeit versuche, das zu lösen hier. Ich brauche mehr Bots. Mehr Bots. Okay, wer seid ihr alle? Was bist du? Hallo, ich wusste, dass du kommen würdest. Wie das? Ich sah natürlich deine Kapsel fallen. Ich würde das nicht gerade einen subtilen Eintritt nennen. Danke! Also, Emilia. Ja, hi Emilia. Und was machst du? Weißt du was? Ich glaube, du könntest mir bei meinem Eintopf-Rezepten helfen. Eintopf? Ich brauche 12 Beeren. Ja, die auf dem Beerenbüschel wachsen. Wenn du, kann ich dir ein Geheimnis über diese Insel verraten? Aha, okay. Wer bist du? Ah, die hatten wir schon. Ja, genau. Camilla. Um eine Werkstatt einzurichten, könntest du mir 20 Monate Bausteine und 2 Eisenbahnen schicken. Ja, hier. Danke. Ich denke, das ist mehr genug. Mal sehen, was ich tun kann. Ah, ich baue mit. Okay, ja, ich bringe nicht nur die Sachen. Ich helfe gleich mit. Oh, schöne Schmiede. Oder? Doch, ist eine Schmiede. Das ist ein Amboss. Doch, hier keine Schmiede. Ich schwinge den schwersten Hammer und schmeiße die zartesten Nähte. Was? Atemluftkapazität. Oh, warte mal. Erhöht Geschwindigkeit um 25. Was ist das? Größeres Inventar. Oh. So geile Sachen. Aber gerne erstmal mehr Atemluftkapazität. Und okay. Ja, das braucht jetzt oder was? Die anderen Sachen kommen immer instant, aber die Updates brauchen jetzt. Okay, was brauchst du, mein Freund? Soll ich jetzt 20 Minuten laden und damit ich meinen eigenen Arbeitsplatz einrichten kann? Ja, na dann, würde ich mal sagen. Take it! Und ich helfe auch gerne nochmal mitzubauen. Geil, Updates, so. Nice. Das Spiel schafft es mich immer mehr, so immer neuere Sachen zu geben. Also jetzt gerade so erstmal Updates. Also erstmal so der Skillbaum, dann hier, dann Forschung, jetzt hier auch nochmal so Updates. So, für was bist du da? Armando, hey Kiddo, ich habe Werkzeug für das, was du auseinandernehmen willst und Waffen für das, was dich auseinandernehmen will. Erhöht die Effizienz des Extraktors um 25%. Ja komm, ich hab's ja, ne? Wer hat, der hat? So, warte, was wolltest du nochmal? Du wolltest 20 Bärenbüsche und... 12 Bären, 12 Bären einfach nur. 12 Bären. Na gut, okay, dann gehen wir mal rüber und sammeln Bären, ne? Ich hab ja die Tierkacke. Wupp, wupp. Geil, ey, einfach die andere Insel. So, nehmen wir die Bären hier mal aus dem Inventar. 9. Bären. Hallo. Rüber, komm. 10. Ja, hier. Okay, meine Eisenbahnproduktion läuft auf jeden Fall auf Hochtouren. Ich brauche mehr Beeren. Gib mir Beeren. Da, Beeren. So, diese neue Insel. Also geil, da jetzt so Leute, so People, ne? Das klang gerade sehr ungesund für mich. Deswegen bin ich mal lieber ganz schnell weggegangen. Boah, krass, ey, dass die hier immer noch produzieren. Aber eigentlich will ich die hier gar nicht mehr produzieren lassen. Deswegen keine Sorge, mein Freund. Ich gebe dir. Obwohl, komm, den einen Kupferbahn da jetzt noch. Das ist jetzt ein bisschen wasted. So, mein Freund. Dann hast du hier ein bisschen weniger zu tun, ne? Mein Logistikbock, mein Lieber. 12. Nice. Okay, gut. Ich hab die Bären schon mal. Pack jetzt das schon mal hier rein. Die dann lasse ich mal bei mir. Ebenso wie die. Die Biene wollte mich jetzt schon. Die haben ja echt irgendwie gut gelitten, schon, die Bots. Das gibt es bestimmt auch noch irgendwie so Updates oder so. Ein paar brauche ich ja. Schade, dass ich es hier wirklich nicht Drag and Drop rausziehen kann. Das macht mich sehr traurig. Der Logistikbot tut aber auch, was er kann. Aber ich weiß immer noch nicht, ob der die Sachen einsammelt und dann auch dahin bringt, weil.
Vielleicht werde ich es erfahren, wenn er nochmal doppelt so schnell ist. Jetzt erstmal hier hoch zu der Insel. Oh, ein größerer Topspeed wäre aber auch nice. So, ja, hier, Edith, ne? Hast du die Bären gefunden? Du bist so ein besonderes Kind. Ich weiß. Ich bin ein besonderes Kind. Das haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt, ne? Hast du diesen Bärenbusch auf dieser, das ist kein echter Busch. Extrahier, wie du es mit permanenten Pflanzen tust, um herauszufinden, was sich darunter befindet. Und vergiss nicht, dass du Landwirtschaft 1 freigeschaltet haben musst, um permanente Pflanzen zu extrahieren. Achso, ich muss Landwirtschaft jetzt erstmal. Okay, dann erforsche ich jetzt. Jetzt bin ich aber noch gespannt, was da drunter ist. Das finden wir jetzt noch raus. Und in diesem Bärenbusch, der da rumsteht. Landwirtschaft 1, da oben. Und danach gucken wir uns mal an, was diese so die ganzen neuen Erforschungen sind, ne? Kreise um eine leere Wasserpflanze und verwende ihren, um sie zu entfernen. Ah, okay. Das ist doch keine. Es ist abgeschlossen. Danke für nichts! Ja, es ist verschlossen. Verrückt, oder? Ich glaube, man braucht eine Art von Schlüssel. Glaub ich dir nicht. Na, auf der Eier? Was ist das? Du findest sie in Bienenstöcken dieser Bienenviecher. Sei vorsichtig, denn sie werden nicht glücklich darüber sein, dass du sie bestiehst. Wenn du zu ihnen zurückkommst, wird dich dein Schlüssel erwarten. Wie du mir denn einfach nicht den Schlüssel geben will? Na gut. Atemluftkapazität. Jetzt habe ich mehr. Geil. Gut, der Bruder ist da zwar auch bald fertig. Aber, ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich liebe dieses Spiel. Es macht mir sehr viel Spaß. Und, ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns mit Warships wieder. Ciao, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi.